DDW vor Ort begleitet heute die SLM Solutions Group AG, führender Anbieter von sowohl Maschinen als auch ganzen Systemlösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Kurz also 3D-Metalldruck. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie von der Formnext-Messe für additive Fertigung in Frankfurt. Und ich begrüße auch Stefan Ritt. Wir haben die Ehre, Sie auf Ihrem Stand ein bisschen zu begleiten durch die Messe und uns das alles hier mal anzuschauen, was Sie machen. Was erwartet uns? Wir hoffen, auch wenn wir großes Glück haben, fast 40.000 Besucher an 4 Tagen. Das wäre ein Rekord. Wir haben mit knapp 500 Ausstellern dieses Jahr es geschafft, in den 3 Jahren jedes Jahr die Ausstelleranzahl mindestens zu verdoppeln. Wir erleben nicht nur einen steigenden Wettbewerb in den additiven Druckmaschinen, sowohl Kunststoff als auch Metall. Wir erleben ein riesiges Hinzukommen von Peripherietechnik, Schleifverfahren, Nachbearbeitungsverfahren, ab dem anderen Ende der Prozesskette am Anfang die Integration von Software in CAD-Suiten. All das wächst immer mehr zusammen und es wird eine richtige Komplettmesse der additiven Verarbeitung. Und das freut uns sehr, denn genau das passiert dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal. Ja, es gibt viel zu entdecken auf dem neuen Messestand des Metalldruckspezialisten aus Lübeck. Wir sind in einer absoluten Zukunftsbranche unterwegs. Die Technik dahinter, das Selective Laser Melting, SLM, schaut aber inzwischen schon auf eine 20-jährige Geschichte zurück. Sie sind sozusagen einer der Gründerväter, kann man sagen, weil Sie das Selective Laser Melting mitentwickelt haben, diese Technologie. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, die Idee war einfach die Faszination, dass man auf einmal durch eine additive Fertigungstechnologie etwas machen kann, was anders gar nicht herzustellen ist. Und dann die Vorstellung zu haben, dass man gar keine Werkzeuge mehr braucht, um einen Prototypen oder ein Produkt zu entwickeln, dass man das Produkt direkt herstellt. Das ist eine Faszination. Wenn die einen einmal gefasst hat, dann wird man das auch nie wieder los. Will man auch gar nicht. Wir stehen ja hier vor einer exemplarischen Maschine sozusagen. Und jetzt würde ich einfach gerne mal wissen, wie das Verfahren funktioniert. Sehr gerne. Also der Laser belichtet selektiv genau an den Stellen, wo später das fertige Bauteil entstehen soll, das Pulver. Und dort entsteht quasi in einer Art Mikroschweißprozess das fertige Bauteil. Und nach jeder Schicht fährt die Bauplattform, auf der das Pulver aufgebracht wird, eine Schicht nach unten und dann beginnt der Prozess von vorne. Und das wird geschmolzen? Es wird komplett aufgeschmolzen und verfestigt direkt danach auch wieder. Aber Sie sprechen da schon von Temperaturen, wo man nicht unbedingt gerne dabei sein möchte. Dieses Jahr wurde vor allem eins wichtig. Nicht nur den Druck von Bauteilen an sich zu beherrschen, sondern Integrationslösungen für Maschinentechnik, Peripherie und Software zu finden. Herr Schöneborn, als Chief Technology Officer darf ich Sie sicherlich jetzt mal zu dieser Wand interviewen. Additive Intelligence heißt es da, es geht um Software. Ja. Ich als Unwissende, was hat es damit auf sich? Das ist ein Produkt für die Datenvorbereitung, die geguidete Datenvorbereitung. Wir wollen die Erfahrung, die wir über 10, 15 Jahre gesammelt haben, hier mit einbringen und geben dem Bediener schon Möglichkeiten, was er machen kann und auch Hinweise, was er nicht machen sollte. Kann man sich den Designer hier live anschauen? Ja. Können wir das jetzt mal machen? Ich fass mal rein. Oh, Magic. Verrückt. Genau. Ich kann alle meine Schichtdaten ansehen. Ich habe den ganzen Slice View in 3D. Und natürlich wichtig für unsere Kunden, wie lange dauert dieses Teil und wie viel kostet mich dieses Teil. Also ich habe eben hier dieses Teil, das wir gerade vorbereitet haben, in 3D synchronisiert und die entsprechenden Parameter an einem Ort zentral abgelegt. Und wenn Sie fertig sind, schicken Sie das an den Drucker und der druckt das dann. Genau. 3 ihrer großen Maschinen, bekannte und Newcomer, bringt SLM Solutions den Besuchern mit. Höhere Wattleistung und die Möglichkeit der integrierten Überwachung und Analyse des Druckprozesses sind nur einige Neuerungen. Also es ist ganz klar, dass in den großen Maschinen auf jeden Fall noch Bewegung drin ist, dass wir auf jeden Fall in der Infrastruktur um den Prozess herum noch Verbesserungen bringen. Wir haben unsere 280er in eine zweite Generation gebracht. Unser letztes Design stammt auch aus der Zeit, als wir die 280er aufgelegt haben vor 6 Jahren. Dementsprechend war es jetzt einfach mal Zeit, nachdem wir einen Facelift vor 2 Jahren durchgeführt hatten, jetzt wirklich mal mit einem ganz neuen Design rauszukommen. Ich glaube, es läuft insgesamt gut für die Branche, es läuft auch gerade für uns besonders gut. Der Messestart, der erste Tag, war auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Die SLM 800 steht erst einen halben Tag hier und ist schon 20 Mal nach China verkauft. So wünschen wir uns einen Anfang der Messe und sind deshalb alle sehr euphorisch.
Ja, Herr Bürgershausen, ich darf Sie jetzt erstmal herzlich beglückwünschen. Und ich habe gerade schon erfahren, also mit dieser Maschine kann man jetzt Bauteile von dieser Größe zum Beispiel drucken. Das ist genau richtig. Und man kann Bauteile mit bis zu 850 mm Höhe drucken. Das ist sehr neu. Sowas gibt es eigentlich noch nicht. Und das dann auch noch in dieser Qualität mit 4 Lasern. Das ist eigentlich das, wofür diese Maschine steht. Hohe Produktivität, große Bauteile bei hoher Präzision. Wir haben allein dieses Jahr 3 Großaufträge aus Asien erhalten. Das ist jetzt der 4. Das freut mich sehr, dass wir das alles in diesem Jahr so geschafft haben. Und das zeigt, dass wir da sehr stark etabliert sind und sehr stark den Markt auch machen. Ein erfolgreiches Jahr also und ein erfolgreicher Messestart bei der SLM Solutions Group AG. Das darf natürlich auch gefeiert werden.